Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bard's Tale Teil 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mal was nachgeschaut wegen dem Erzmagier und anscheinend ist es tatsächlich so, dass der Erzmagier erst in Teil 2 reinkommt. Also in Teil 1 kann man noch gar kein Erzmagier werden, erst in Teil 2. Das finde ich ein bisschen blöd, weil wenn man hier in das Handbuch reinschaut, da steht nämlich tatsächlich unter Erzmagier nichts drin, dass das von Teil 2 ist. Das ist ein Handbuch über die ganze Trilogie, heißt aber tatsächlich, ja. Ich meine, bei Chronomancer heißt es, da ist es erforderlich, um herreisen zu können. Das heißt für mich, dass wir den Chronomancer erst in The Thief of Fate kriegen. Aber beim Erzmagier steht halt tatsächlich nichts dabei. Und das finde ich so übel eigentlich. Also, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht gehabt. Und ja, ich hätte vielleicht ein bisschen anders agiert dann. Ich bin nur froh, dass Ikarus jetzt Beschwörer geworden ist als letztes. Weil der Beschwörer ist ziemlich gut, finde ich jedenfalls, mit dem ganzen Zeug, was er hat. Und dann hat er, wenn er weiterkommt hier, auch noch schöne Heilzauber und alles Mögliche. Das heißt, es gefällt mir eigentlich relativ gut. Okay. Aber ansonsten bin ich doch ein bisschen, naja, also gefällt mir wirklich nicht ganz so gut. Okay, aber machen wir mal weiter. Lassen wir das mal so sein oder so stehen. Wir sind in den Katakomben Level 1. Da hat man diese Dunkelwolke, da ist das hier. Ich muss gerade nochmal schauen, wo was wie wo war. Ich glaube, nur da oben geht's weiter. Kommt das Spiel auch gerade etwas leise vor. Eine Falle. Da haben wir noch Fallen fix. So, und weg mit der Falle. Moment. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin, oder? Nein. Schauen wir uns einfach mal hier ein bisschen weiter um. Okay, da haben wir eine Tür mit Skeletten. Ja, okay, nur die Musik kommt mir gerade ein bisschen leise vor, irgendwie dieses Gedudel von unseren Baden. Vielleicht muss ich da tatsächlich mal reinschauen. Optionen, Audio. Ich mache die mal ein bisschen lauter. Die kam ja, wie gesagt, ein bisschen leise vor. Auch wenn ich jetzt eigentlich nichts die ganze umgestellt habe, aber ja. Moment mal. 36 Skelette sind das. Ich dachte doch gerade, wir müssten doch da relativ viel schon haben. Aber nein, es waren 38 Skelette. Ach du Scheiße. Okay, in dem Fall 10 bis 50. Und hatten wir da nicht auch noch einen schönen Zauber mit untote Kreaturen. Machen wir das ja. Weil wir haben ja untote Kreaturen. Ich dachte gerade, ey. Aber das sind wahnsinnig viele Gegner gerade. Aber so funktioniert es um einiges besser. Hätte ich das vorher gesehen gehabt? Ich dachte, es wären vielleicht 8 Skelette oder so, aber nicht so viele. Dann hätte ich gleich das Ding gemacht. Ein Badenschwert. Erst einmal hier schauen. Wir haben getroffen 39 Skelette. Okay. Moment. Ein Badenschwert, das hört sich an, als ob das was für dich sein könnte. Nicht identifizierte Besonderheit. Okay. Kann nur der Bade nehmen. Und guckt mal das an. Mindestschaden 6, das sind schon mal 2 mehr. Und der Maximalschaden plus 10 mehr als das, was wir haben. Und Trefferbonus noch drauf. Ja, das gefällt mir. So, aber erstmal scannen ja. Das Badenschwert identifizieren. Ist bereits identifiziert. Okay, dann müssen wir den woanders identifizieren lassen. Wahrscheinlich bei diesen Magier-Dingsbums. Ach du Schande, 36 Skelette.
Ja, ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Und dann hier ein Hexer. Okay, hier gibt's nichts. Moment, da war was. In der Nähe ist etwas Besonderes. Kann man da irgendwie durch die Wand gehen? Nee. Aber ich kann ja auch nichts hier anklicken oder so. Ich könnte höchstens sein, dass dieses Besondere auf der anderen Seite des Ortes ist. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber ansonsten, Naja, also sonst sehe ich ja ehrlich gesagt nichts. Doch hier wahrscheinlich dann. In der Nähe ist eine Falle. Guck, da sieht man nämlich zum Beispiel auch diese Falle, die hier oben ist. Dunkelheit. Ja, ich liebe es ja. Okay, und zwar ein relativ großes Ding hier. Okay. Blockiert. Alles klar. Hier scheint dann auch nichts zu sein, aber es könnte noch. In der Nähe ist etwas Besonderes. An der Wand ist ein Vers eingeätzt. 15 Türen nach Westen und du bist dort. Seelen sind ihr Festessen in der Höhle des dunklen Einen. Okay, das hört sich an, als ob das wichtig wäre. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. 52 Skelette. Ho, 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 ho. Ja, mach mal Schatten verbergen und du machst eine Schocksphäre und du wirkst nochmal den Untoter Kreatur total Destar, genau. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Oh Mann, oh Mann. Ist aber relativ einfach, aber uiuiuiui. Wie lange laufen die Dinger eigentlich jetzt hier noch? Ja, auch nicht mehr so allzu lang. So. 100%ige Chance wieder. Ein Helm. Ja. Sonst ist hier nichts, wie es aussieht. So, badadam. Mal, da kommt man nicht. Achso, wir müssen noch außen rumlaufen hier. Und da ist alles blockiert. Alles klar. Und ich glaube, jetzt müssten wir wieder draußen sein. Ja, das heißt, wir nehmen die größere Enthüllung und freuen uns. Wir haben 52 Skelette. 15 Türen nach Westen und du bist dort. Aha. Naja, gut. Da drüben waren wir schon drin, oder? Ja. Das heißt, das haben wir auch jetzt fertig gemacht. Dann würde ich diese zwei machen. Das könnten so entweder ein Zweierraum sein oder so Einserräume. Ja, Einserraum. Mit verrückten Hunden. Das sollte einfach sein. Eine Flöte. Okay.
Dann schauen wir uns weiter um. Ah ja, und jetzt geht es ja rüber, wenn wir das wollten. Jetzt sind wir wieder hier an der Stelle hier. Okay. Aber hier geht's nicht weiter. Dann sollten wir wahrscheinlich hier rüber gehen. Dann sind wir jetzt hier auch fertig, wie es aussieht. Moment, da fehlt noch was. So. Jetzt müssten wir das hier alles haben. Jawohl. Okay. Zwei. Du verteidigst mal, du verteidigst auch und du wirkst mal den Zauber mit den Tod, mit den hier. Bei gibt es da noch einen anderen? Schaff, bla bla bla. Nö, totaler Bär. Ich will mit Orail jetzt ein bisschen Dings sparen und ich denke mal, mit dem totaler Bär gegen, dass er auch gegen die Untoten geht, müsste das eigentlich sehr, sehr gut laufen. Und Ikarus hat halt doch noch relativ viel Mana übrig. Eine Mithril-Axt ist auch noch wieder was zu werfen. Goblin-Fürsten, okay. Schauen wir mal. Ich wollte gerade noch schauen, was da auf der Karte steht. Ah, und guck mal, Ikarus kann schon wieder ein Level machen. Aber da gehen wir jetzt noch nicht zurück. Ein Mithril-Schild. Ich glaube, Mithril-Schilder haben wir jetzt auch zu Genüge. Ah ja. So, dann können wir mal nach hier oben noch gehen. Geht's doch wieder ein ganz schönes Stück nach oben. Bleiben wir mal ganz kurz noch hier unten. Oh, das ist auch ein großer Raum hier. Ich weiß nicht, ob mich das mit Misstrauen erfüllen sollte. Okay, auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall alles fertig. Du hast die Kammer zur Begräbnisvorbereitung betreten. Nur wenige außer den Priestern des verrückten Königs haben diese Kammer erblickt und sind dennoch am Leben. Und dahinter ist noch eine Falle. Das sieht auf jeden Fall aus, als ob das hier ein wichtiger Raum wäre. Hm. Na ja, gut. Gut. Mal kurz mal dazwischen speichern. Und dann machen wir ein Fallenfix raus und bekommen Gegner. Dann greifst du mal die Hexer an. Du machst einen Fernangriff auf die Zombies und ihr verteidigt mal. Die Nomaden kommen ja sowieso an uns ran. So, jetzt greife an die Zombies, greife an die Zombies, greife an die Nomaden. Greif an den Nomaden und du auch einen Fernkampfgriff und so weiter und so fort. Kennen wir ja alle schon. So. Verdammt, wieder falsch geklickt. Ja, weil das alles immer so relativ dasselbe ist. vor Zombies. Verbergen wir uns, wir verteidigen uns und wir machen das Ding. Ja, weil das doch immer das relativ das. Du klickst halt auch immer auf Angriff, Angriff, Angriff und so weiter und gehst da runter und so weiter. Dann klickt man doch öfters mal immer genau dasselbe an. Oh, und ich sehe auch gerade, unsere Dings ist auch relativ voll. 30 von 40 Inventar. Hm. Ich glaube, wir müssen auch mal wieder verkaufen gehen. Eine Samurai-Figur. Nett, was ist das denn?
Ja, dann können wir wahrscheinlich wieder einen Samurai beschwören oder irgend sowas. Ja, erstmal das Schild. Krieger, Paladin. Ja, der Paladin und der Jäger haben ja Dings. Der Gauner geht nicht wegen Dings und unser Bade hat's, genau. Samurai-Figur, nicht identifiziert. Ja. Müssen wir uns erst noch anschauen. Hoppala. Wo ist denn die Tür? Da ist die Tür. Aber das war doch eigentlich gar nicht so schlecht hier. Da haben wir dann wieder diese große Halle. Wo ich mir noch gar nicht sicher bin, ob ich da rein will. Andererseits, was soll's. Fernangriff auf die Verwandler. Und du wirkst, glaube ich, auch ein Zauber auf Sternfackel auf die Verwandler. So. Dann sind die weg. Erledigt. Deine Mithril-Kette. Ich glaube, Mithril-Kette konnte man auch nicht mehr brauchen, oder? Krieger Paladin. Paladin hat was Besseres mit dem Mithril-Platte. Unser Jäger hat noch den Plattenpanzer. Ich glaube, das war... Wo ist er denn? Hä? Ach ja. Minus 1 bringt also auch nichts. Bade noch oder Mönch, Krieger. Unser Bade hat die Kette schon an und Mönch hat auch schon die Kette an. Brauchen wir also auch nicht. Ja, ich traue mich irgendwie nicht so richtig in die Mitte. Wahrscheinlich passiert überhaupt nichts. Doch, da passiert... Ach du Scheiße. Gebietsflüche erkannt, ein Dreher. Ah, und es ist auch ein paar Sachen ausgelaufen, sehe ich gerade. Okay, wir brauchen... Das läuft noch. Das Schweben läuft noch. Wir brauchen auf jeden Fall unseren Kompass. Und wir brauchen... unseren zweiten Blick. Fallen lokalisieren, am besten auch noch dazu. Wobei, ich glaube, das macht da... Ich muss nochmal nachschauen, aber ich glaube, das macht da eigentlich fast alles in Dings zusammen. Und noch... Tja, so. Ja, ein magischer Kreisel, aber das war's auch schon. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten hier mehr... Aber, nee. Dazu lief natürlich noch... Ach, guck mal, da geht's runter. Dazu kam natürlich jetzt auch noch, dass unsere ganzen Dinger abgelaufen sind. Ja, da will ich jetzt gerade mal was noch nachschauen. Bei Fallen lokalisieren und zweiter Blick. Die Sinne des Magiers sind noch schärfer und er kann Treppen, spezielle Begegnungen, Zauberereignissen, Fallen und andere ungewöhnliche Vorkommnisse wahrnehmen. Ja... Das heißt doch eigentlich, Fallen lokalisieren bräuchte ich gar nicht, weil das mit dem zweiten Blick eigentlich auch mit drin ist. Das heißt, da könnte ich auch Fallen lokalisieren eigentlich, könnte ich eigentlich lassen. Hätte ich auf jeden Fall so gesagt gehabt. Orael. Wenn wir Glück haben, könnte Orael mittlerweile auf Level 7 kommen von seinem Beschwörer. Oh Mann, ich wäre lieber vor den Skeletten dran gewesen. Dann wäre es um einiges schneller gegangen.
Was für ein Lied spielen wir eigentlich? Wir spielen gerade Weidens Wacht. Ich glaube, da wollte ich jetzt was anderes spielen. Müssen wir gleich mal machen. Und zwar eine Heilungszauber wollte ich doch eigentlich noch spielen. Habe ich aber die ganze Zeit, glaube ich, vergessen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Mithril-Dolch brauchen wir auch nicht. Ein Baden-Lied spielen. Wir wollten, glaube ich, doch... Das hier. Und jetzt müssten wir uns eigentlich heilen die ganze Zeit. So, da scheint tatsächlich nichts außer der Falle gewesen zu sein. Und das war's auch gewesen. Ninjas! Greif mal an, Ninjas. Du machst einen Fernangriff auf den Verwandler. Ihr verteidigt mal. Die Werwölfe kommen schon auf uns zu. So, was haben wir jetzt noch? Ein Ninja. Dann machen wir hier die Werwölfe. So, ja, und sie sind auch schon angekommen vor uns. Das ist gut. Und weg. Eine Mandoline. Ich glaube, ich müsste auch irgendwann mal das Dings tauschen. Das Instrument irgendwie nervt mich das so langsam, dieses Gedudel. Ach, guck mal, da unten. Ah, doch, da kommt man, glaube ich, auch hin. Lass uns mal da schnell noch hingehen. Da war man nämlich noch nicht gewesen. So. Ja, wisst ihr, ich liebe es nicht, wenn in der Karte noch schwarze Punkte auftauchen, wo wir noch nicht gewesen sind. Ja, okay. Wisst ihr was? Du benutzt doch gerade die Harfe. Lass uns doch mal eine Flöte benutzen. Bin jetzt nicht sicher, ob das besser geworden ist. Oh, Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Das kennt sie ja. Keine Dinger mehr ausgerüstet hat. Fernangriff geht gerade nicht mehr, ja. Da müssen wir noch Dinger ausrüsten, glaube ich. Mithril-Armschienen! Yay! Armschienen. Wer darf denn das ansehen? Wenn ich sie denn finde? Wo sind sie denn? Wir müssen echt Sachen verkaufen hier. Armschienen. Klassen. Gauner. Beschwörer. Ja, und die Zauberer und so weiter. Genau, und Orael hat ja schon die... Nee, war das Icarus? Oder das kennt sie ja? Ach nee, wir haben es ja nicht gekriegt gehabt. Dann Icarus. Dann sollte Icarus die Armschienen ansehen. Weil der hat noch ein bisschen von Rüstungsklasse am niedrigsten gehabt. Also am höchsten halt. Während Orael doch schon mit 4 ein bisschen weiter unten drunter gewesen ist. So, Scantia, bla 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 bla. Dann nehmen wir mal die Mithril-Pfeile, die 5er hier. Die sind nämlich relativ schnell dann weg. Wo sind wir denn? Ach, da drüben sind wir jetzt wieder. Eine Botschaft an der Wand sagt... Sagt, dass du gleich niesen wirst. Nein, es steht natürlich nicht hier. Hier steht, eine Botschaft an der Wand, die mit Blut geschrieben ist, besagt, der alte Hexenkönig lebt noch fort. Naja, schön für ihn.
Wisst ihr was? Wir gehen hier nochmal zurück. Ich würde nämlich ganz gerne hier noch fertig uns umschauen. Da waren wir schon, oder? Ja, noch nicht ganz. Es ist doch jetzt... Vorhin war es mir ein bisschen zu leise, jetzt ist es mir ein bisschen zu laut. So. Dieses Getrellerle. 11 Wichte, das passt. Dann machen wir einen Fernangriff. Oh, habe ich das gerade richtig gesehen? Der Fernangriff mit den Mithril-Fallen geht auch schon weiter. Der hat sogar schon 50 gehabt. Ah. Ja, Fernangriff 50. Das ist ja cool. So, hier ist sonst nichts mehr. Ja, dann schauen wir noch da oben lang hier. Wir sollten auch wahrscheinlich demnächst mal wieder, wie gesagt, verkaufen gehen und Co. Vor allem, weil zwei von unseren Leuten auch wieder alt sind. Da sollten wir tatsächlich ein bisschen, naja, schauen, dass wir bald wieder runtergehen. Aber wir machen trotzdem erstmal das hier noch weiter, hätte ich gesagt. Also wir machen da noch ein bisschen hier, schauen wir noch weiter. Aber bevor wir dann in die Kanalisation Level 2 gehen, Katakomben, nicht Kanalisation, Level 2 gehen würden, würde ich auf jeden Fall nochmal hochgehen und den Leuten mal ein bisschen aufsteigen und natürlich Sachen verkaufen und so weiter und so fort. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut, bis zur nächsten Folge, tschüss.